Kohlekraft, ich höre dir Trapsen. Man hat es damals versprochen. Mhm. Und jetzt sagt man, wenn ihr uns jetzt nochmal wählt, dann machen wir es auch wirklich. Was ist, wie sagt man immer so schön, hinten bei rausgekommen? Und wenn wir dabei auch noch das Klima schützen, ja, dann ist ja okay. Was ist daraus eigentlich geworden? Gar nichts. Ich kann mich gar nicht erinnern, in diesem aktuellen Wahlprogramm gelesen zu haben. Oder? Corona hat es möglich gemacht. Corona hat es möglich gemacht, aber trotzdem, check, Haken dran. Okay, das ist auch so ein bisschen so ein Muster ohne Wert aus meiner Sicht. Und das war es dann auch schon. Es ist ja erst 4 Jahre her. Also, wir haben euch versprochen, dass wir ein Video nochmal machen und uns die Wahlprogramme aus 2017 anschauen. Also, wir wollen mal so ein bisschen versuchen, so eine Art Retrospektive zu machen. Was ist denn damals von den heutigen Regierungsparteien, die eine Koalition geschlossen haben, CDU, CSU, SPD, in den Wahlprogrammen versprochen worden, in Aussicht gestellt worden in Bezug auf erneuerbare Energien, erneuerbare Mobilität, all diese ganzen Geschichten. Und das haben wir für euch vorbereitet und da gucken wir jetzt mal rein. Und wir gucken auch noch dann am Schluss in den damals geschlossenen Koalitionsvertrag rein und gucken einfach mal, was haben wir in den 4 Jahren erreicht? Genau, und kurz als Erinnerungsstütze. Ihr wisst sicherlich, dass es damals Koalitionsverhandlungen gab zwischen der CDU, der FDP und den Grünen, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Wo die FDP rausgegangen ist, weil sie gesagt hat, sie lieber nicht regieren als schlecht regieren. Daraufhin war diese Konstellation dann sozusagen nicht mehr zu halten und dann kam es zu Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und SPD, die es ja dann letztendlich auch den Koalitionsvertrag geschlossen haben, ne? Genau. Und deshalb, das war ein zähes Ring, das hat ganz schön lange gedauert und wir haben dann, wie gesagt, eben im Anschluss mal in diesen Koalitionsvertrag reingeschaut und waren wirklich überrascht, was da so eigentlich drin steht, weil eigentlich guckt man sich sowas echt selten an, ne? Ja, also Wahlprogramme sowieso, Koalitionsprogramme oder Koalitionsverträge noch viel weniger und nachträglich 4 Jahre später, kurz vor einer Bundestagswahl, wahrscheinlich erst recht nicht. Aber das macht es eigentlich gerade spannend, um einfach mal zu gucken, was ist, wie sagt man immer so schön, hinten bei rausgekommen. Und wir machen das jetzt ein bisschen anders als in den ersten beiden Teilen. Wir gehen jetzt nicht so Punkt für Punkt, also nach einem bestimmten Raster oder nach dem Raster vor, was wir uns für die anderen beiden Teile rausgesucht haben, sondern wir gucken einfach mal rein. Genau. Gucken einfach mal rein. Ich habe jetzt also hier mal, wie gesagt, das Wahlprogramm der CDU aufgerufen. Und von 2017. Von 2017, ganz wichtig immer. Es ist wirklich 2017, 4 Jahre alt. Und beim Thema Verkehr, fangen wir mit dem Thema Verkehrsinfrastruktur an. Da ist irgendwie auf der zweiten Seite dazu, ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen lehnen wir ab. Genau. Da hat sich nicht viel verändert. Da hat sich nicht viel verändert. Die Haltung ist nach wie vor, auch wenn ihr es nochmal nachschauen wollt, guckt mal gerne hier in unseren Parteiencheck, wo wir halt eben die ganzen Wahlprogramme aus 2021 miteinander verglichen haben. Ja, so weiter geht's mit einem deutschlandweit einheitlich digitalen Ticket. Ja. Da waren wir ein bisschen selber überrascht, weil wir das irgendwie selber nicht auf dem Schirm hatten. Genau. Die CDU warb damit, dass sie sich für ein deutschlandweit digitales Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr einsetzen wollen. Ja. Und ein System, sie wollten quasi die ganzen verschiedenen Systeme zusammenführen und es sollte da eine App und ein digitales Ticket geben, mit dem Fahrgäste überall in Deutschland fahren können. Ist ja was eigentlich eine geniale Vorstellung. Eigentlich super, ja. Was ist daraus eigentlich geworden? Gar nichts. Also, ja, wie gesagt, vielleicht wisst ihr da mehr, schreibt es mal unten drin, aber wie aus unserer Sicht wurde das nicht mal irgendwie debattiert im Bundestag, genau. Oder? Genau, also es ist aus meiner Sicht, ich habe das nie mitbekommen in den letzten 4 Jahren, dass in irgendeinem Ausschuss oder irgendwo mal dieses Thema
ein Thema war, obwohl das ja eigentlich eine ganz tolle Geschichte wäre. Ja, machen wir weiter. Genau, Energiewende zum Erfolg führen geht dann weiter. Die CDU hat damals gefordert oder im Wahlprogramm gehabt, oder steht ein, das Industrieland und Wirtschaftsland Deutschland braucht eben eine langfristig sichere, bezahlbare, saubere Energieversorgung. Okay. Und dann erst im übernächsten Punkt geht es um das Thema Umbau der Energieversorgung. Und zwar der Umbau der auf erneuerbare Energien soll erheblich vorankommen. Es stehen keine Ziele drin. Und es wird darauf hingewiesen, dass die Ausbaukosten für Wind auf hoher See und Wind an Land und für Photovoltaikanlagen drastisch gesunken sind. Mhm. Und man bereits in der Legislaturperiode vor 2017 die EEG-Umlage stabilisiert hat und energieintensive Unternehmen entlastet hat, den Strommarkt neu geordnet und Voraussetzungen für den Ausbau der großen Übertragungsnetze bis 2023 geschaffen hat. Da muss ich dann doch noch mal nachfragen. Ja, ich habe da auch meine Schwierigkeiten. Ist ein bisschen sehr viel Lobhudelei oder ein bisschen sehr viel... Ja. Sich auf die eigene Schulter klopfen, ja, oder? Vor allem, wenn man aus Sicht des Stromkunden sich das anguckt, dann ist die EEG-Umlage ja weiter gestiegen. Sie ist ja in diesem Jahr das erste Mal wenigstens stabilisiert und gleichgehalten worden, was natürlich viele belastet hat, weil die Strompreise nicht nur, aber auch wegen der steigenden EEG-Umlage angestiegen ist. Und energieintensive Unternehmen wurden entlastet, das ist schon richtig. Das ist ja ein Hauptgrund dafür, warum die EEG-Umlage eben angestiegen ist, weil inzwischen jeder Golfplatz sich von der EEG-Umlage befreien lassen kann. Und beim Thema Ausbau der Übertragungsnetze, da wissen wir auch, da ist auch noch nicht so viel wahnsinnig viel passiert. So, dann war noch so ein Punkt, Deutschland muss eine einheitliche Strompreiszone bleiben. Mhm. Kann man so sagen, ja, okay, aber ist ein bisschen sehr, sehr allgemein gehalten in der Aussage, denn der Strompreis ist einheitlich. Aber die Umlagen, also die ganzen Kosten, die dazukommen für den Netzbetreiber und so weiter und so fort, genau. Die sind ja nicht einheitlich. Richtig, genau. Da ist eben Brandenburg ein Beispiel mit sehr hohen Netzumlagen und Berlin mit eher niedrigen Umlagen. Da sind die Strompreise fast 5 Cent auseinander. Also das ist auch nicht umgesetzt worden. Ja, dann ist so ein Punkt hier, moderne Stromspeichertechnologien sind wichtig, haben Sie damals geschrieben. Deutschland soll wieder Standort für eine Batteriezellproduktion werden. Und das ist in den letzten 4 Jahren definitiv nicht passiert. Das ist jetzt angegangen worden. Ja, es gibt jetzt die Planungen für große Batteriefabriken auch in Deutschland, was ich sehr, sehr gut finde. Auch gerade hier bei uns um die Ecke in Ludwigsfelde werden Batteriezellen hergestellt. Aber letztlich, das hat jetzt gerade erst angefangen. Ja, und dann kam noch der Punkt, neben dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien wollen wir die Sektorenkopplung weiterentwickeln, Steuerung von Produktion und Nachfrage sowie die Verknüpfung der Stromerzeugung im Bereich wie Verkehr, Gebäude und Wärme, sogenannte Sektorenkopplung, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dadurch lassen sich Kosten wirksam begrenzen und die Versorgungssicherheit weiter erhöhen. Auch das sind so Themen, die eigentlich jetzt erst die Netzbetreiber so langsam auf dem Schirm haben, aber seitens der Bundesregierung merkt man da jetzt noch nicht keine großartigen Aktionen, oder? In der Hinsicht ist eigentlich eher Stillstand gewesen. Da ist wirklich nicht viel passiert. Wir springen mal in das Thema, weg vom Thema Mobilität in der CDU. Nochmal, wir sind im Wahlprogramm 2017 in das Kapitel Gutes Klima auch für morgen. Und da haben wir mal geguckt, was steht da zum Thema Klimaschutz drin. Es ist ja erst 4 Jahre her, aber das ist eigentlich gar nichts, weil man schon in den 50er, 60er Jahren wusste, wo es mit dem Klima hingeht, wenn wir weiter so die fossilen Dinger verfeuern. Also was steht da drin? Das Pariser Klimaschutzabkommen 2015 ist der größte Erfolg in internationalen Bemühungen zur Begrenzung der Erderwärmung. Naja, es ist in den letzten 4 Jahren kräftig weitergegangen mit der Erderwärmung. Ja, das letzte Jahr war wieder mal das Wärmste. Also ist halt eine Aussage. Genau. Dann geben Sie die noch zum Besten. Langfristig muss ein großer Teil fossiler Energien wie Kohle, Öl, Gas durch umweltfreundliche Energien ersetzt werden. Großer Teil. Also da ist auch nicht, da ist noch nicht die Rede davon, dass wir auf 100% Erneuerbare umschwenken müssen, sondern selbst da ist für langfristig nur die Rede von ein großer Teil. Genau, was ist langfristig und was ist großer Teil? Ja, genau. Ja, dann kommt aber wieder so ein Satz wie: mit der Einleitung der Energiewende und dem Ausbau der erneuerbaren Energien hat Deutschland einen wichtigen Beitrag geleistet. Das ist richtig, ja. Aber der größte Teil der erneuerbaren Energien, die wir heute am Netz haben, sind bekanntlich in der Zeit von ungefähr 2012 bis 2015/16 entstanden und nicht ab 2017. Da ist es ja dann eher angefangen worden abzuwürgen. Also
Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Muster ohne Wert aus meiner Sicht. Und das war's dann auch schon. Wahlprogramm der SPD gleich? Können wir sofort ranhängen, genau. Und zwar switchen wir jetzt mal um. Das Wahlprogramm der SPD 2017 ist ein bisschen anders aufgebaut. Da steht sehr viel Gerechtigkeit drin. Wir gucken mal in den Modus oder in das Kapitel bezahlbare und nachhaltige Mobilität. Und Steve, hier steht, ich frage dich mal nach deiner Meinung, gleichzeitig ist eine Modernisierung des Verkehrs entscheidend dafür, dass Deutschland seine Klimaemissionsziele erreicht. Was halten wir denn von so einem Satz? Ja, dann musst du den Satz davor noch mit reinnehmen, weil da steht ja nämlich, für die Wirtschaft bedeutet Mobilität einen wichtigen Standortfaktor. Das heißt also im Umkehrschluss, man wollte sich quasi für den Bau also auch innerhalb der Verkehrswende, für den Bau von Elektrofahrzeugen in Deutschland einsetzen, offensichtlich, um Arbeitsplätze zu sichern. Und halt eben gleichzeitig ist die Modernisierung des Verkehrs entscheidend dafür, dass Deutschland seine Klimaemissionsziele erreicht, ist so. Es liest sich für mich so, als wenn ganz wichtig ist, erstmal die Arbeitsplätze sichern, trotz Verkehrswende auf E-Mobilität. Und wenn wir dabei auch noch das Klima schützen, ja, dann ist ja okay. Genau. Aber das Zweite muss jetzt nicht unbedingt sein. Wobei ja E-Mobilität nicht mal hier steht. Da steht ja Modernisierung des Verkehrs. Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Das könnte auch Euro 7 heißen. Das stimmt. Da muss man nämlich dazu auch sagen, dass 2017 ja noch die Diskussion sehr heiß war um Wasserstoff und moderne Verbrenner. Da gab es ja immer noch dieses Synonym moderne Verbrenner oder saubere Verbrenner, was dann immer noch so durch die Hallen geisterte. In der Zwischenzeit hat sich ja auch in der Wirtschaft viel getan und da hat ja dann auch die Politik sozusagen, ich würde sagen, die Politik ist eher der Wirtschaft gefolgt. Also die haben dann erst nachher eingelenkt. Und vielleicht das noch dazu, 2017 waren wir ja auf dem Höhepunkt des Dieselskandals. Und da haben natürlich auch viele sich noch ein bisschen bedeckt gehalten, weil man noch nicht genau wusste, wo geht das eigentlich lang. Jetzt gucken wir mal weiter. Carsharing. Neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing wollte die SPD fördern. Mehr steht dazu aber auch nicht drin. Und dann steht aber gleich als nächstes, im nächsten Absatz, das Auto behält seine wichtige Rolle für die individuelle Mobilität. Ist kein Widerspruch zum Carsharing. Allerdings muss es zu einem emissionsfreien Verkehrsmittel weiterentwickelt werden. Und emissionsfrei, wenn ich das dazu mal sagen darf, bedeutet für mich wirklich emissionsfrei, also auch keine E-Fuels. Genau, und dann steht dann, wir wollen die Elektromobilität sowohl als Klima- als auch aus industriepolitischen Gründen voranbringen. Auf europäischer Ebene setzen wir uns für ambitionierte Grenzwerte für den Schadstoffausstoß von PKWs ein. Oh, da muss man auch wieder ganz tief einatmen. Wann hat die Bundesregierung das letzte Mal in der EU dafür lobbyiert, die CO2-Grenzwerte dann doch nicht so schnell abzulassen? Lassen wir das. Also, ihr wisst, worum nächstes geht. Thema. Das finde ich jetzt aber wirklich interessant, was Sie 2017 geschrieben haben. Wir wollen, dass in Deutschland modernste Elektroautos entwickelt und produziert werden. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Stadt und Land werden wir fördern. Auch Brennstoffzellenantriebe und andere emissionsarme Antriebstechnologien wollen wir am Wirtschaftsstandort Deutschland weiter bei Forschung und Entwicklung stärken. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir werden ja dann gleich bestimmt schon zu dem Wahlprogramm von diesem Jahr kommen. Aber das merkt euch mal, setzt euch mal einen Merker. Wir wollen, dass in Deutschland modernste Elektroautos entwickelt und produziert werden, aber den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Stadt und Land werden wir fördern. Und das klingt so, das klingt genauso wie das, was ein Olaf Scholz in diesem Wahlkampf sagt. Und wir gucken mal, welchen Anteil die SPD daran hat, dass es da weiterging. Ja, genau. Und wenn wir mal. Ja, okay, das gucken wir dann einfach mal. An sich ist ja hier steht ja nichts Falsches, aber man müssen das Aber sehr schwammig formuliert. Genau, sehr schwammig formuliert. So, und dann Umweltbelastung in Innenstädten soll reduziert werden durch Schaffung alternativer Antriebe bei Bussen und Lastenfahrrädern. So, jetzt kommen wir zum Klima. Also, im zweiten Absatz im Bereich, wie heißt sich das nicht, es ist Zeit für eine gesunde und saubere Zukunft. So liest sich das in diesem Wahlprogramm, steht. In Deutschland wollen wir bis 2020 den Ausstoß von CO2 im Vergleich zu 1990 um mindestens 40% senken.
Gut, das ist mal eine Zahl. Es ist mal eine Zahl. Soweit ich weiß, haben sie es doch geschafft, oder? Corona hat es möglich gemacht. Corona hat es möglich gemacht, aber trotzdem, check, Haken dran. Okay, check, ne? Haken dran. Bis 2050 wollen wir weitestgehend Treibhausgasneutralität erreichen. Das heißt, da orientiert man sich an diesem 1,5-Grad-Ziel. Da habe ich dir ja schon im Vorfeld gesagt, da habe ich ein Problem mit diesem einen Wort. Weitestgehend. Ja, weitestgehende Treibhausgasneutralität. Weil entweder du bist Treibhausgasneutral oder du bist es nicht. Hm. Was ist denn weitestgehend? Und vor allem Treibhausgasneutralität heißt ja auch nicht CO2, komplette CO2-Freiheit, sondern das heißt ja sowieso neutral. Schon. Das heißt sowieso schon, da sind noch Restemissionen da, die kriegen wir irgendwie anders weg. Die kannst du dann mit CCS verpressen oder genau, Bäumen pflanzen, genau, oder was auch immer. Und das Ganze hier noch weitestgehend. In Übereinstimmung, ich zitiere weiter, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen werden wir deshalb den Klimaschutzplan 2050 weiterentwickeln. Das ist auf Drängen der EU und des Bundesverfassungsgerichtes dann auch irgendwann passiert. Es gab dann noch zwischendurch dieses Klimapaketchen. Immer noch unzureichend, aber es ist passiert, ja. Aber auch genau, erst nach Druck von außen. Richtig, genau. Hauptsächlich auf Druck der EU. Es gibt ja da viele, die sagen, also die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes kam nicht durch das Bundesverfassungsgericht, sondern eigentlich eher durch die EU. Da kann man sich jetzt nochmal drüber streiten. Aber hier können wir so einen halben Check hintermachen. Ja. Okay, gut. So, Energiewende vollenden. So geht's weiter. Energie muss umweltfreundlich und bezahlbar sein. Und dann steht hier weiter, es ist eine Frage der Gerechtigkeit, erneuerbare Energien weiter aufzubauen. Und dann zählen sie auf, Wind, Onshore, Offshore und Sonnenenergie sind halt langfristig die günstigste Form. Wir machen uns unabhängig von Fossilen und Uran. Sie tragen zur lokalen Wertschöpfung bei. Ja. Ja. Dann steht da, ja. Ja, ist so. Dann stehen da Sachen drin wie zügiger Netzausbau, Digitalisierung, Energiewende, Sektorenkopplung, aber eben auch nichts Konkretes. Und das Interessante ist, wenn du das eben mit den aktuellen Aussagen so ein bisschen vergleichst, dann wirkt es so ein bisschen so, als wenn man hat es damals versprochen und jetzt sagt man, wenn ihr uns jetzt nochmal wählt, dann machen wir es auch wirklich. Ja. Lass es uns doch nochmal probieren. Genau. Genau. Wird ja gar nicht jetzt so weiter, es ist da noch was, der einen wichtigen Punkt haben wir noch. Genau, ne? Ich habe ja noch einen Punkt mir angemarkert und zwar steht da, wir wollen insbesondere den öffentlichen Gebäudebestand und den öffentlichen Nahverkehr zu Vorbildern des nachhaltigen und energieeffizienten Verbrauches entwickeln. Also eine Solarpflicht für öffentliche Gebäude gibt es bis heute nicht. Freiwillig ist da auch nicht unbedingt überall was passiert. In allen öffentlichen Gebäuden gibt es nicht irgendwie Ladeinfrastruktur oder Ähnliches. Ja, zuletzt hat die Berliner Polizei als Beispiel ja auch der E-Mobilität wieder eine Absage erteilt. Mhm. Und also selbst im Rathaus in meiner Gemeinde hier, in der wir hier sind, in Kleinmachnow, hat man immer noch nicht überall. Also ich glaube, es gibt eine oder zwei LED-Lampen. Der Rest sind noch alte Lampen. Und das ist ja nun kein Altbau, sondern das ist ein Bau von 2000 oder so. Mhm. Und da ist man immer noch der Meinung, man brauchte, also da ist noch viel zu machen. Aber ja, es wäre schon gut, wenn die öffentliche Hand da Vorbild ist. Dann steht, spätestens 2050 müssen wir Energie weitestgehend treibhausgasneutral erzeugen. Haben wir schon drüber gesprochen. Und dann kommt, sollte dies nicht zu erreichen sein, werden wir die Verhandlungen für die Vereinbarung von CO2-Mindestpreisen auf europäischer Ebene aufnehmen. Aha, also hier kommt jetzt mal das Thema CO2-Preis rein, was ja inzwischen, das haben wir ja auch in den anderen Videos gesagt und das wisst ihr ja, ein ganz heißes Eisen ist, eins der hauptsächlichen Werkzeuge. Und dann fand ich aber auch ganz interessant, es geht nämlich um das sogenannte Carbon Leakage. Also die SPD wollte damals in diesem Wahlprogramm dafür sorgen, dass Industrie nicht abwandert und man dann die CO2-Emissionen nur irgendwo anders auf der Welt hat. Das finde ich gut, dass das drinsteht. Ich kann mich gar nicht erinnern, in diesem aktuellen Wahlprogramm gelesen zu haben, aber vielleicht täuscht mich meine Erinnerung da auch. So, und jetzt kommt halt noch ein Satz, ich glaube, den hängen wir schon noch an. Die vollständige Energiewende gelingt nur, wenn auf dem Weg dorthin konventionelle Energieträger den Ausbau der erneuerbaren Energien ergänzen. Kohlekraft, ich höre dir trapsen. Also klar war damals die Aussage, es wird weiter mit den fossilen Energien gehen, bis die Erneuerbaren das alles übernehmen können.
Ja, das ist ja auch nicht ganz falsch, rein technisch gesprochen. Wir können eben nicht von heute, also wir könnten natürlich schon die Kohlekraftwerke abschalten. Aber die Herangehensweise ist halt eine falsche, denn das, ne? Genau. Das Ziel sollte ja eigentlich sein zu sagen, ich möchte gerne 100% und wenn ich bis dahin nicht, solange ich nicht bis dahin komme, habe ich noch konventionelle, aber nicht das schon so als Kernthema sagen, ja, ich nehme halt eben so lange konventionelle. Also, oder anders gesagt, Kohlekraft als Brückentechnologie ist schon ein bisschen zweifelhaft. So, vielleicht hauen wir das noch hinten dran und dann sind wir hier nämlich auch schon durch. Es ging hier noch, die Menschen sollen mit einer Art Rendite an der Energiewende teilhaben. Dann ist noch das Thema Mieterstrommodelle, das ist auch nicht so, hat sich auch nicht so richtig toll entwickelt. Und ja, und dann ging es noch hier um das Thema Bürgerenergiegenossenschaften und sinkende, das ist vielleicht noch ganz wichtig, sinkende Börsenstrompreise und Einkaufspreise bei Gas müssen an die Verbraucherinnen weitergegeben werden. Klingt ja toll. Ja. Ist aber nicht passiert. Nee. Muss man so sagen. Genau. Also wir hatten, glaube ich, letztes Jahr hat uns doch der Sven von Naturstrom, guckt euch mal das Video von, jetzt popel ich dir beinahe in der Nase, guckt da euch doch mal die Videos von Naturstrom an. Ich glaube, im letzten Jahr hat er gesagt, hatten wir die niedrigsten Börsenstrompreise, aber nicht die niedrigsten Verbraucherstrompreise. Das mal so am Rande. Ja. Gut. Aber die steigenden Strompreise, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, mit denen werden wir auch als Endverbraucher konfrontiert. Genau, richtig. Also hier können wir keinen Check ran machen. Nee. Das hat nicht funktioniert. Was ist denn jetzt im Koalitionsvertrag übrig geblieben? Ja. Denn die haben ja lange gerungen und da muss man ja sagen, dann muss es ja wirklich um konkrete Inhalte gegangen sein, oder? Genau, und wir machen das jetzt so, um euch nicht die Zeit unnötig zu stehlen. Wir nehmen uns jetzt nur den Teil Umwelt und Klima raus. Ja. Nur den Teil Umwelt und Klima. Und es sind überschlagen, also es passt auf eine Bildschirmseite. Ja. Und es sind überschlagen ungefähr 25 Zeilen in einem Dokument mit, ich weiß gar nicht, fast 10.000 Zeilen. Oh weia. Okay, dann muss es aber sehr konkret sein. Ja. Also im Prinzip kann man sagen, ich kann es ja mal kurz überreißen. Wir wollen für unsere Kinder und Enkelkinder intakte Natur bewahren, saubere Umwelt, Biodiversität, Entschuldigung, Artenschwund entgegenwirken, Landnutzung, Luft sauberer halten, Ressourcen schonen, Kreislauf, also eine Kreislaufwirtschaft unterstützen. Da steht nicht ein Punkt, der sich konkret mit irgendeiner Zahl befasst. Genau, es gibt in diesem ganzen Absatz nur zwei Zahlen. Und den Satz lese ich euch vor. EU-Recht setzen wir 1:1 um. Das sind die einzigen beiden Zahlen. Wobei dieser Satz auch interessant ist, denn es heißt eigentlich, wir setzen uns selbst keine Ziele, weil wir uns nicht einigen können. Wir machen EU-Recht. Richtig. Das hört sich für mich so nach kleinstem gemeinsamen Nenner an. Weil da können wir im Zweifel immer sagen, ja, aber die haben gesagt. Wir müssen ja. Die EU sagt uns das ja. Richtig. Mehr Zahlen stehen nicht drin. Dann noch ein bisschen was zum Thema, ja, wir machen mit Energiewende weiter und hier ein bisschen Erneuerbare und da Stromnetze. Aber ehrlich. Aber wenn du jetzt mal, Julian, zusammenfasst von dem, was in dem CDU-Wahlprogramm drin stand und in dem, was in dem SPD-Wahlprogramm drin stand, so weit wichen die doch gar nicht voneinander ab in dem Thema. Nö, eigentlich nicht. Und von daher ist es, aber es stand ja auch in den Wahlprogrammen schon nicht viel Konkretes drin. Also meinst du, wenn du wenig Konkretes mit wenig Konkreten addierst, dann kommt noch weniger Konkretes bei raus? Ja, das will ich jetzt so nicht sagen, aber zumindest kann nicht mehr Konkretes dabei rauskommen. Unwahrscheinlich, ja. Das ist so wie die Multiplikation zweier Brüche kleiner als eins, dann wird es noch kleiner. Also ich glaube, es ist eigentlich... So, und jetzt gucken wir mal, was ist denn jetzt bis 2021? Jetzt vergleichen wir es damit mal. Mhm. Was ist denn davon übrig geblieben? Ich meine, das geht relativ schnell, weil wer nichts sagt, der kann halt auch keine Ziele verfehlen. Genau. Aber selbst wenn wir von den Zielen halt eben in den Wahlprogrammen ausgehen, müssen wir ganz klar sagen, da sind die gleichen Versprechen drin wie dieses Jahr. Ja. Und sie sind wenig bis gar nicht eingehalten worden. Ja. Es sind auch dieses Jahr wieder wenig konkrete Sachen dabei.
Vor allen Dingen bei den beiden Parteien. Genau, guckt euch unbedingt, wie gesagt, diesen Parteiencheck an, weil wir haben eben mal darauf hingewiesen, welche Parteien nennen denn mal konkrete Zahlen. Mhm. Denn hier nochmal ein ganz kurzer Ausflug. Du wirst wahrscheinlich darüber demnächst nochmal ein Video, ein Walkthrough machen. Mhm. Der BDI hat zum Beispiel auch angemahnt, dass wir mitten in dieser Energiewende, mitten in dem Wandel gerade wirklich auch konkrete Vorgaben für die Wirtschaft brauchen, weil sich sonst keine Investoren finden für diverse Technologien. Genau. Und da ist es wichtig, dass die Politik eben konkrete Vorgaben macht. Mhm. Und in dem Parteiencheck sagen wir euch, laut zumindest nach den Wahlprogrammen, wer nennt denn konkrete Zahlen, wer nennt denn konkrete Ziele. Ja, von daher gibt es zumindest in einigen Wahlprogrammen schon Fortschritte, dass mal Zahlen genannt werden. Und es ist schon interessant, dass so Organisationen wie der BDEW, der BDI, Agora Energiewende, Agora Verkehrswende jetzt mit ganz konkreten Zahlen um die Ecke kommen, die auch zum Beispiel von Professor Quaschning schon seit Monaten eigentlich hergebetet werden. Das ist nicht negativ gemeint. Man kann es ja nur noch herbeten sagen, weil er das wahrscheinlich auch selber schon gar nicht mehr hören kann, weil er immer wieder erzählen muss. Und jetzt, wenn dann sowas bei rauskommt im nächsten Koalitionsvertrag, egal wer da koaliert, dann kannst du die Kugel geben. Dann wird das nichts. Also sowas wie hier brauchen wir echt nicht nochmal. Unser Klima braucht das nochmal. Und Steve, ich sag dir eine Sache. Ich habe wirklich große Sorge, dass A, wieder so ein unsauberes Wischiwaschi rauskommt und man hinterher sagt, naja, ist ja sowieso nicht so wichtig, weil Deutschland ist ja eh nur für 2% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Davor habe ich wirklich Angst, dass man dann versucht, naja, so und so. Was man auf der anderen Seite sagen muss, das wäre vielleicht der letzte Satz von mir, es ist ja was passiert, zum Beispiel im Bereich der E-Mobilität, also wir haben verschiedene Förderprogramme, ne? Wisst ihr alles, was passiert ist, aber das ist eigentlich genau das, was da in der Zeile 6455 steht, das ist EU-Recht. Das ist EU-Recht, was umgesetzt wurde, und es kam nicht aus dem Eigenantrieb, sondern es kam aufgrund von Druck des VDA, was man damals 2017 nie gedacht hätte, und der Automobilindustrie, die gesagt haben, ihr schreibt uns nach dem EU-Recht einfach Grenzwerte vor, die können wir nur mit E-Mobilität erreichen. Mhm. Es gibt aber kaum Ladeinfrastruktur. Ihr müsst jetzt mal Gas geben. Genau. Und daraufhin wurden halt nochmal neue Fördertöpfe aufgelegt. Und als klar wurde, dass jetzt das nicht ausreicht für den Hochlauf, hat man sich halt eben zu dem Schnellladegesetz durchgerungen. Genau. Und jetzt passiert eigentlich genau das, was viele, viele Wissenschaftler schon gesagt haben. Je länger man nichts tut, desto intensiver muss man zum Ende hinarbeiten und desto teurer wird es. Und das ist ja leider richtig. Das ist genau das, was wir jetzt erleben. Man hat viele, viele Jahre, das kann man wirklich, glaube ich, beim Wort nennen, das wisst ihr genau. Verschlafen. Verpennt, verschlafen, hat nichts gemacht. Und jetzt plötzlich hat es nach hinten weggeschoben. Das ist das, was du auch immer in den Videos gesagt hast. Dieses nach hinten wegschieben, dieses auch, was der Bundesverfassung, was das Bundesverfassungsgericht ja thematisiert hat, die gesagt haben, ihr könnt es nicht auf die nachfolgenden Generationen weiterhin rausschieben. Mhm. Das hat man bisher aber einfach gemacht. Man hat es immer weggeschoben, und anstatt sich nur 5 oder 10% zu bewegen und zu sagen, damit können wir das wuppen, hat man es immer weiter weggeschoben, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns wirklich 50, 60, 70% bewegen müssen, um das Thema noch in den Griff zu kriegen. Und wir müssen Schäden beseitigen, die jetzt immer mehr auftreten. Also es wird doppelt und dreifach so teuer. Das zum einen, und wir müssen halt eben ganz klar sagen, vor dem Hintergrund ist es umso peinlicher, dass gerade die großen Volksparteien, wie sie ja so schön genannt werden, nicht in der Lage sind, in ihrem Wahlprogramm konkrete Zahlen zu nennen. Und das ist das, was mir Sorge macht. Man ist weiterhin so wischiwaschi unterwegs. Ja. Wird weiterhin nicht konkret. Man bietet keine Möglichkeit, irgendwie angegriffen zu werden, und schafft es damit wahrscheinlich dann wieder 4 Jahre. Und die Frage ist, nee, das geht nicht. Wenn wir 2025 wählen, wie stark müssten wir uns dann bewegen, wenn wir uns jetzt nicht bewegen? Das will ich mir an der Stelle gar nicht vorstellen. Und welche irreparablen Schäden unsere Umwelt dann hätte. Genau. Ja, das ist starker Tobak so am Schluss. Definitiv. Und
ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das Ganze erlebt habt, wie ihr die letzten 4 Jahre so gesehen habt, mhm, und was euch so in Erinnerung geblieben ist aus den alten Wahlprogrammen und den öffentlichen Verlautbarungen. Würde uns sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn euch das gefallen hat. Und gebt uns unbedingt einen Daumen nach oben, ne? Wenn es euch nicht gefallen gerne, hat. Gerne auch beide Daumen. Daumen nach unten. Natürlich. Aber dann ist Pflicht, unten in die Kommentare reinzuschreiben, was euch nicht gefallen hat. Und denkt dran, auch wenn es politisch ist, bleibt nett und höflich zueinander. Genau. Und dann könnt ihr uns auch gerne reinschreiben, wenn ihr noch irgendwas anderes sehen wollt, ne? Genau, wenn ihr dazu noch spezielle Fragen habt oder irgendwas anderes haben wollt, dann, naja, ihr wisst. Sind ja noch ein paar Tage bis zur Wahl. Genau. Ja, dann würde ich sagen, von der Gartencouch Bank sagen wir Tschüss. Genau, wir verabschieden uns. Und von mir persönlich mit dem Statement, macht unbedingt euer Kreuz. Es ist wichtig. Definitiv. An der richtigen Stelle. Gesundheit. Moment, das musst du rausschneiden. Abmoderation, die zweite.